Ja, moin, hochgeachtete Präsidentin, Live-Kolleginnen und Kollegen. Muss ich sagen, was bin ich blieb, dass wir für Dach miteinander auch platt, Rechtsgarten auch platt, proten können. Und nicht wird overplatt, sondern auch upplatt. Und das ist auch meiner Sicht ein halb besonderes Privileg, das wir für Dach haben. Und das haben wir der Europäischen Sprachencharta zu verdanken. Für Dach für 5 Jahre, nicht ob Dach genau, habe ich hier einmal stehen und habe. Man kann sagen, eigentlich um Illegale, wie hieß Plattbrot damals. Und hab einen Antrag, der in meiner Sicht immer noch bedürfenswert was von Rechte sieht im Parlament, unangenommen, wo das darum ging, dass Deutsch als Landessprache bloß noch die einzige Sprache wählen soll. Wenn wir über Plattbroten, dann proben wir das, weil wir das 25. Jubiläum der Europäischen Charta von Regional- und Minderheitensprachen haben, des Europarats. Wir proben nicht bloß auf Platt, wir proben auch auf Dänisch, Obersorbisch, Niedersorbisch. Und ich weiß, dass wir auf Tribüne auch Glüh haben von Lausitz, Meier Waldstein hat mich darauf hingewiesen, herzlich willkommen bei uns, ob Sater Friedrich und Romanes. Und wenn ich in Wiederhänden in mein Brot von Utgard, dass ich immer bloß auf Platt brot, dann meine ich diese Sprachen sozusagen in Gedanken mit. Und ich will an Herr Kollege Saathoff, erlauben Sie eine Zwischenfrage? Aus der FDP-Fraktion. Frau Präsidentin, es ist mir eine große Freude. Werter Kollege, ich kann Sie nicht verstehen. Live-Kollege, das finde ich ein bisschen komisch, dass Sie mich nicht verstehen, wenn Sie in Holland geplatt haben. Aber ich beihöre gern an, anschließend gehen wir noch mal zusammen das Protokoll und ich wiese dann, wo das Guide und dann kriegen Sie aus Freiske in die Gnade anschließend. Ich weiß ja nun nicht gerade, du bist von Parlamentskreis Plattdeutsch zu proben. Und da an dieser Stelle besten Dank an Güte Jensen, wie bald ihm die Idee hat, Mensch, lass uns doch einen Parlamentskreis machen und lass uns zusammenkommen, wo wir Platt und andere Sprachen auch fördern können. Und wir sind der Meinung im Parlamentskreis, dass Platt in Heilleben hört. Also von Kindertagesstätte auf an, Ovitschgaul, wie Gerichten, heilwichtig, wenn man bloß Platt kann und dann plötzlich in Fremdsprache ist, ob Rathusen, in Kultur, in Pleichheimen ist heilbesonders wichtig, in meiner Sicht, und ob Arbeit. Und wo ist uns Arbeit? Hier im Deutschen Bundestag. Deswegen brauchen wir hier für Dacho Platt. Und uns ist auch wichtig, dass wir die Lüder animieren, dass die auch Söbens platt proten willen. Wir sagen, prot doch platt, auf Skati dat. Denn gibt kein verkehrt platt. Ich hab fuck Lüb getroffen, die da meinen, sie proten halt reacht platt. Gibt kein reacht und verkehrt platt, gibt 1000 Arten von platt, den man auch verstehen kann. Und deswegen denkt dran, prot platt, wenn die das einigermaßen können. Und die fand, ja, die das einigermaßen können, nicht bloß platt proten, auch platt denken ist die Kunst an der Bühne. Und Live Lüg, mir ist auch wichtig, noch mal zu sagen, dass Hochdeutsch letzten Endes nicht das Nonplusultra ist, sondern dass das Frauen mal Lüg geben hätte. Ich habe da den Schaul Söms Murgen, dass, wenn man den Hochdeutsch hört, ist, dass man dann doch, die kann eigentlich bloß plattproten und dass man da den Nadeln hat. Das ist nicht erlaubt und das will wie nicht, dass das in Gesellschaft gibt. Und ich will an dieser Stelle sagen, man kann auch platt lernen. In Schaul, in Universitäten, auch in Volkshochschaul, wenn man das will. Und wer nun nicht seinen Hus verlassen will und platt zu lehren, der kann letzten Endes so eine App runterladen für da. Aus Freiske Landschaft hat Platino-App und da kann man platt lehren. Wenn hier langweilig wird, kann man das machen. Und ich will an dieser Stelle noch mal sagen, begriffen und verstanden sind zwei unterschiedliche Dinge. Oder wo wie fuck in Kommörner Gemeinderat sagt, ich verstehe die Wahl, man, ich begriff die nicht. Minderheitensprachen sind nämlich ein Teil von Heimat. Und den Begriff Heimat kann man auch verkehrt verstehen. Und das ist uns parlamentarische Aufgabe, dafür zu sorgen, dass bestimmte Lü nicht dafür sorgen, dass Heimat Hörbegriff ist. Uns Begriff von Heimat. Uns Begriff von Heimat ist, dass wir zusammen uns entwickeln, dass wir zusammen was willen, dass wir friedlich miteinander leben willen, dass wir vorankommen zusammen. Meine Heimat ist aus Friesland, aber nicht so auch Niedersachsen, nicht so auch Deutschland, nicht so auch Europa. Und wir laden nicht tau, dass Heimat oft grenzt wird, dass die Lübe gebracht wird, dass sie mehr wert sind als anderen, sondern wir will einen Heimatbegriff, wo wir zusammenkommen und uns Gesellschaft gestalten.
Abschließend, Frau Präsidentin, muss ich mich von Harten bedanken, wie all die Lü, die sich für plattdütsche Sprache und für die anderen Minderheitensprachen einsetzen. Wie uns in Ostfriesland ist das Ostfriesische Tal zum Beispiel, aber all die Lü, die durch dich was leisten für die plattdütsche Sprache und für die anderen Minderheitensprachen, die sitzen für da auf Tribüne. Kompliment an jou Arbeit. Und besten Dank an stenografische Dienst. Ich kann nicht viel sprechen, dass ich nicht wer platt hier brot. Aber nächste Rede von mir ist auf Hochdeutsch, das ist gesprochen. Besten Dank für Tauhören und moin. Liebe Gäste, solche Beifallsstürme haben wir nicht so oft. Das kann man auch sagen. Das Wort erhält Astrid Dammerow für die CDU-CSU.